Hey Leute, ich bin Andi. Schön, dass ihr mit am Start seid. Der Pop-Up oder Take-Off ist sicherlich mit die wichtigste Bewegung beim Surfen überhaupt und beschreibt die Aufsprungbewegung aus dem Liegen auf dem Board in die stehende Position. Die Bewegungen zeigen wir euch hier auf dieser Matte mit unseren Hilfslinien, die uns helfen, das Ganze optisch auch nachvollziehbar zu machen, den Pop-Up immer aus der gleichen Position heraus. Und ihr könnt selber sehen, okay, bin ich schon weit genug vorne, komme ich wirklich auch auf die Brettmittellinie? Und das könnt ihr eben selbst optisch überprüfen, dank unserer Hilfslinien auf der Pop-Up Matic. Okay, drei Varianten, einmal mit längeren Boards, so wie dem Longboard oder Malibu, was natürlich viele von euch auch surfen, wo man auch die Füße noch ein bisschen zur Unterstützung bei der Aufsprungbewegung nutzen kann, aber natürlich auch den Shortboard-Pop-Up. Erste Variante, legt euch einfach auf die Matte, Position Hände hier vorne, Brust auf der gleichen Linie, Hände in etwa unter den Achseln wie so ein Chicken Wing, vor dem Pop-Up in den Stütz. Das hilft euch beim Angleiten in der Welle und verschafft euch einfach mehr Platz, um die Beine durchschwingen zu lassen. Und ihr könnt durchaus eure Zehen aufstehen lassen und unterstützend mit einbauen für die Aufsprungbewegung. Durch die Hilfslinien und dieses Design hier könnt ihr also euren Pop-Up auch stets wiederholbar machen und vor allem für euch optisch überprüfbar, wie ihr von eurem Trainingsstand bereit seid. Einen Tipp habe ich noch, schaut auch in der Aufstehbewegung bereits dahin, wo ihr hinsurfen wollt. Always look where you wanna go. In diesem Sinne, das war's mit diesem Tutorial für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Die Pop-Up Matic ist das optimale Trainingsgerät, um euren Pop-Up, Take-Off und eure Surf-Skills damit nachhaltig zu verbessern. The Cook Days are over.